Um Immobilien schneller verkaufen zu können, greifen immer mehr Besitzer und Makler auf Homestaging zurück. So heißt die neue Dienstleistung auf Sylt, die in den USA schon länger Trend ist. Dabei werden Häuser und Wohnungen regelrecht entrümpelt und mit neuen Möbeln und Accessoires aufgehübscht. Homestaging Sylt, so heißt das erste Dienstleistungsunternehmen dieser Art auf der Insel. Nähere Informationen gibt es auf der gleichnamigen Website. Die Orgel in der Kirche St. Jürgens wird zu Heiligabend wieder erklingen. Über 2 Jahre mussten die Mitglieder der Kirchengemeinde und auch die Urlaubsgäste im Norden der Insel bei Gottesdiensten und Kirchenkonzerten auf das Orgelspiel verzichten. Das Instrument wurde 2001 nach barocken Vorbildern nachgebaut. Nach nur 10 Jahren konnte auf diesem aber nicht mehr gespielt werden, denn das raue Klima, zu wenig Luftfeuchtigkeit und der Brand setzte ihm zu. Mit Spenden konnte die Orgel nun gereinigt und repariert werden. Wer sie gerne hören möchte, der Gottesdienst mit Krippenspiel wird Heiligabend um 15 Uhr ausgetragen. Sylt, eine Insel nur für Reiche und Schöne? Nicht ganz, denn vor allem in den 80er und 90er Jahren diente Westerland als beliebter Treffpunkt für die Punkszene. Dieser wurde aber meist schnell wieder von der Polizei aufgelöst. Nun gab es einen Facebook-Aufruf für kommenden Sommer. Am 20. Juni wurden 500 Personen eingeladen, an einem Punk-Picknick in Westerland teilzunehmen. Der Sylter Polizei ist der Aufruf seit 14 Tagen bekannt. Sie wird den Aufruf im Auge behalten.